Ja, wir sind nochmal nach Berat reingefahren. Wir müssen nochmal essen gehen. Das war gestern so lecker. Wir sind im gleichen Laden wie gestern. Ja, da war es super lecker, gell? Ja, wir wünschen einen guten Appetit, Marisa. Ich auch. Auf dem Weg nach Flora haben wir dann noch so ein super duper Einkaufszentrum gefunden und haben gedacht, das müssen wir uns jetzt auch mal anschauen. Ja, halt ein Einkaufszentrum wie jedes andere auch auf dieser Welt. Da kommt die kleine Maus wieder. Na, alles gut. Der Zugang zu unserem Stand am Meer. Also wir wollen jetzt ein paar Tage am Meer verbringen. Bei Flora ungefähr so, ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht, aber wir wollen direkt am Meer stehen. Also 5-6 Meter vom Meer entfernt. Und da machen wir uns jetzt auf und hin, aber die Straßen sind kriminell hier. Ein Schlagloch Meer ohne Ende. Hier sind wir rausgekommen. Direkt hier am Meer, die Marisol ist schon reingeflitzt, die Türe aufgerissen und weg war sie. Wir haben hier eine nette Familie aus Regensburg kennengelernt und stehen hier zusammen mit noch ein anderes deutsches Märchen. Mega Blaze und weg ist sie. Wow, wow.
könnten echt Flamingos sein. Ja, guten Morgen, ein weiterer Strandtag bricht an. Marisol am Spielen und ja, die nette Familie aus Deutschland. Die Wellen kommen weiter rein hier, besuchen uns bald am Van und das ist jetzt das Paradies für die Kids. Das Wetter hat umgeschlagen, Sturmwarnung, unsere Freunde sind stecken geblieben, da helfen wir jetzt. Marisol hat natürlich Angst. Ja, unsere arme Freunde hier aus Deutschland haben sich hier eingegraben. Jeder hat eine andere Art, sein Fitnessprogramm durchzuziehen. Und dabei sind sie wirklich schon richtig schlank und machen noch so hartes Training. So, mittlerweile sind ganz viele Einheimische gekommen, wo hier helfen wollen. Jawohl, bravo, perfekt. Yes, sie. Okay. Okay. Warte. Amigo, ja. Ja, das ist so windig, das ist so schlecht, dass ich das alles nachspreche. So hilfsbereit. Die wollten jetzt gar nichts. Die haben mir von Herzen geholfen und das ist einfach mega geil. Albanien, so ein hilfsbereites, tolles Land. Mega Eindrücke hier. Man steckt tief in der Kacke und dann kommen die einfach vorbei. Der Turbulenz am Meer, dass da eine Schlechtwetterfront reingezogen ist, sind wir dann jetzt hier schon wieder auf dem Weg. Den deutschen Freunden geholfen natürlich. Und wir haben uns jetzt so verabredet, dass wir zusammen einen neuen Stellplatz für die Nacht suchen. So ein Ereignis schweißt dann doch zusammen. Und wir haben uns aber gestern schon mega gut verstanden. Und wir wurden sogar voll lecker eingeladen zum Essen, gell Marisol? Ja, danke für die Spaghetti, falls ihr das seht. Ja, falls ihr das seht, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Das war mega gut, mega lecker. Und ja, und deshalb haben wir uns entschlossen, wir fahren einfach nochmal zusammen auf einen Stellplatz oder Campingplatz. Keine Ahnung, was es wird. Am neuen Stellplatz angekommen, die zwei Mädels machen uns den Platz ein bisschen schöner, sammeln hier den Müll, wo rumliegt, weil ja, das ist halt in Albanien auch, wir retten damit nicht die Welt, sondern wir machen uns nur unseren Platz ein bisschen schöner. Ja, wir schaffen es immer wieder, wunderbare Plätze zu finden und nette Menschen kennenzulernen. Wie vorhin schon gesagt, wir haben uns noch mal zusammengetan und verbringen noch mal einen schönen Abend zusammen und auch die Nacht. Ja, der Marco, die Marco Doll, die Simona, Sophie. Ich wollte fast hätte ich Sophia gesagt, aber das stimmt nicht. Und ja, seit anderthalb Tagen verbringen wir die Zeit hier in Albanien und ja,
klappt mega, eine Welle. Mit viel Action. Viel Action. Gestern wurden wir zum Essen eingeladen, heute haben wir ihnen das Leben gerettet sozusagen. Immer viel Action. Abendbrot. Nach einem aufregenden Tag gab es jetzt hier, wir haben beim Metzger Hackfleisch gekauft und es gibt noch Nudeln dazu und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ja, Stopp Auszeit hier in Albanien bei einer Live-Aufführung unter geilen Kiwis. Geilen Kiwis. Im Vordergrund seht ihr die Palmen und jetzt, was erwartet uns jetzt? Ja, hier in der ausverkauften Arena in Albanien. Der albanische Präsident hat keine Kosten und Mühen gescheut, um uns heute die zwei Künstler aus Deutschland zu zeigen. Bravo. Ja, ein traumhaftes Wetter. Aber gut, jetzt haben wir auch mal Pech auf unserer Albanien-Reise. Es hat heute Nacht gehagelt und getan. Aber jetzt wollte ich schöne Regenaufnahmen machen, aber es kommt die Sonne schon wieder raus. Aber es gibt einen schönen Regenbogen dafür. Irgendwo. Muss immer positiv sehen. Ja. Ich bin jetzt heute Morgen schon untergekommen hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir finden alle das Wetter nicht berauschend, aber ja, was sollen wir machen?